Ich grüße Sie, meine lieben Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Mittwoch, dem 4. März. Hier von Chef die Devisenradar. Und wir möchten uns heute im Vorfeld der reichlichen Daten am heutigen Nachmittag, wie wir hier kurz mal feststellen dürfen, gerade hier, was dann reinkommt aus den USA und insbesondere hier von dem Pagebook, was heute Abend 20 Uhr auf der Agenda steht, dem Euro gegenüber dem US-Dollar widmen, der ja sicherlich auch für viele von Ihnen ja, das interessanteste Währungspaar schlechthin ist. Es ist ja auch das Umsatzstärkste als solches und der Euro-US-Dollar ist natürlich in Form seiner Trendbewegungen äußerst interessant. Und das ist ein Grund, warum wir uns den heute eben mal genauer anschauen wollen. Wir hatten unlängst hier, da gehen wir gleich mal auf den Tageschart ein, diese Konsolidierungsphase hier, die zum Ende des Monats Februar durchaus zäh wirkte. Also hier nach dem Tief bei 1,1097 vom Januar ging es erstmal nach oben, dann gab es hier so ein Tauziehen, das hat sich hier in diesen Kerzen sehr schön dargestellt. Also ein Tag rauf, ein Tag runter, ein Tag rauf, ein Tag runter, in gleicher Abgrenzung der Volatilität. Das deutete schon darauf hin, hier, dass wir irgendwie eine Findungsphase einläuten. Oder einleiten und ja, der Punkt war der, dass wir uns dann tatsächlich die kommenden Tage seitwärts bewegten, hier innerhalb eines symmetrischen Dreiecks mit Unterstützung unten, Widerstand oben und was ist passiert? Wir sehen hier die Kerze vom 26.02. Es gab hier einen klaren Ausbruch nach unten und das heißt für heute, jetzt müssen wir hier nochmal ein Update fahren. So, Progressionsindikation, die Preise, die wir brauchen. Das heißt für heute hier. Beziehungsweise infolge des Verkaufssignals heißt es grundsätzlich, dass der Euro-US-Dollar weiter auf Abwägen sein dürfte. Also hier spricht viel dafür, dass wir weitere Verluste machen. Auch die Saisonalität mit Blick auf die kommenden 40 Tage deutet hier ja, eine unmittelbare Schwäche an. Also es dürfte definitiv weiter abwärts gehen. Gerade über den März bis in den April hinein, hier die kommenden 40 Tage saisonal bedingt ganz klar bärisch. Wir sind auch heute hier bislang nur 24 Pips gelaufen. Hier gerade ein Pip vor dem neuen Tagestief und es deutet sich eben durchaus an, dass wir hier weitere Tiefs markieren. Euro-US-Dollar also hier weiter im Abwärtsrausch, daran dürfte sich wenig ändern. Und wenn wir uns das jetzt hier auch nochmal anhand der heutigen Wochentagsstatistik anschauen, da wird klar, dass wir hier jetzt heute, morgen und auf Freitag statistisch gesehen die schwächsten Wochentage vor uns haben. Also rein vor diesem Background sieht es nicht sehr positiv für den Euro gegenüber dem US-Dollar aus. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass es hier weitere fallende Preise geben dürfte. Jetzt gab es auch schon gerade einen sehr schönen Rutsch gen Süden. Da müssen wir mal herausfinden, was hier schon wieder die Auslöser waren. Letztlich hier gerade ein kleiner Move nach unten, klein in Anführungszeichen gesprochen. Euro-US-Dollar jetzt hier mit neuen Tagestiefs unterwegs. 1,1150 sieht ganz gut aus. Das schauen wir uns jetzt direkt mal im Stundenchart an. Also hier, die Verluste werden jetzt gerade ausgebaut. Der bricht nach unten weg. Jetzt muss ich gerade mal die News checken, was wir hier über den Teich gesendet bekommen, da es eben hier eine signifikante Nachricht geben muss, die den Preis jetzt hier so dermaßen nach unten drückt. Newsbedingt haben wir ja eigentlich 9:55 Uhr erst den Einkaufsmanager-Index auf der Agenda am heutigen Tag. Und insofern müssen wir mal sehen, was das jetzt hier für eine News war, die den Euro gegenüber dem US-Dollar so hat einbrechen lassen. Warte mal ab, ich check das gerade mal nebenbei. Letztlich haben wir jetzt hier aktuell zur Sendung ein frisches Verkaufssignal. Also Euro-US-Dollar jetzt hier keine 24 Pips mehr, sondern knapp 50 Pips gelaufen. Wir kommen gerade ein Stück weit vom Tagestief nach oben. Aber jetzt hier dieser Unterstützungsbereich, den ich gerade eben noch hier als grünen Bereich hatte, der formierte sich just mit dieser Kerze, die wir aktuell sehen, in einen Widerstandsbereich und dementsprechend wären jetzt hier Rückläufe in den Bereich 1,1160, 1,1162 sehr, sehr schöne Short-Chancen. Also im Sinne eines Pullbacks könnte man jetzt hier aufspringen, sofern Euro-US-Dollar einem den Gefallen tut und hier tatsächlich jetzt nochmal ein Reversal nach oben vollzieht. Der Druck, der hier allerdings reinkommt, ist gerade enorm. Das kann hier mit Griechenland zusammenhängen, das kann hier mit geopolitischen Situationen einhergehen. Letztlich hier ein sehr, sehr starker Impuls nach unten, der eben hier neue Tiefs wahrscheinlich werden lässt. Nicht nur heute, sondern auch mit Blick auf den ganz großen Chart. Und den schauen wir uns jetzt nochmal an zum Abschluss, nämlich hier den Monatschart. Den kennen Sie vielleicht auch schon von der ein oder anderen Analyse zum Währungspaar. Und da sehen wir hier sehr schön, was der Markt eben macht oder gemacht hat, auch tendenziell, nämlich hier einen schönen
Abwärtstrend über mehrere Monate und es deutet sich, und das kann man hier mittelfristig durchaus prognostizieren bzw. in Augenschein nehmen, eine weitere Verlustphase an, die den Euro gegenüber dem US-Dollar bis zu dieser unteren stützenden Trendlinie des Abwärtstrendkanals in dem Bereich 1,05 zurückführen könnte. Also scheint durchaus so zu sein, dass der Markt hier mindestens noch 500-600 Pips Abwärtspotenzial hat und trotz dieser Extremabwertung, trotz diesem überverkauften Bereich, in dem wir uns definitiv befinden, hat Euro-US-Dollar hier weitere Abwärtstendenzen vor sich, die sich hier durchaus ja, noch gestalten könnten in Form dessen, dass der Preis sich hier am Niveau von 1,05 ausrichtet. Von dort ausgehend könnte es dann, je nachdem in welchem Zeitfenster, aber hier zum Sommer, schrägstrich zum Herbst hin, das ist auch saisonal dann eine eher bullische Phase für den Euro-US-Dollar, hier zu einer überraschenden Erholungsbewegung kommen. Das zumindest rein charttechnisch jetzt mal mit ganz großer Brille für das ganz große Bild. Ob es so kommt, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Aber interessant ist es allemal, was Euro-US-Dollar hier darstellt. Gut, wie gesagt, ganz frisch hier neue Tiefs. Rücksetzer bieten sich jetzt als Einstieg an. Wir haben aktuell 50 Pips zurückgelegt. Der Schnitt im Bereich 85, 90 Pips, das heißt 40 Pips haben wir etwa noch an Potenzial zu erwarten und da wären eben hier die Support Levels anhand des Pivot Points, zumindest hier zunächst Support Level 1,11, 21 und dann vergessen wir nicht 1,1097, das Mehrjahrestief, was hier sicherlich im Falle einer Korrekturfortsetzung auch im Rahmen der Ausnutzung, Ausweitung der Pips, der Daily Range Pips durchaus erreichbar scheint. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon gewesen. News habe ich jetzt noch nicht erkoren können hier im News-Ticker. Wie dem auch sei, letztlich 9:55 Uhr kommen nochmal Daten aus Deutschland. Das könnte nochmal für Volatilität sorgen. Bis dahin sage ich aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Nachher gibt es noch einen kleinen Input in Sachen Gold, sowohl schriftlicher Natur als auch dann wahrscheinlich vor der Mittagszeit dann nochmal per JFD Live Trading TV. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen angenehmen und erfolgreichen Handelstag. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.